Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Ja, in der letzten Folge sind wir von einem Warenhaus losgefahren mit unserem Road Train. Sind wir ja losgefahren. So, und ich muss jetzt mich wiegen lassen, dass ich auch, sag ich mal, ja nicht zu schwer bin. Also zugelassene Achslast eingehalten habe. Ich weiß auch nicht, warum vor mir der leere LKW noch auf die Waage muss. Aber na gut, na gut. Ich weiß es nicht. Fahren wir rauf. Gut. War alles tippitoppi. So, für die zwei hier endet wohl die Weiterfahrt, wie es aussieht. Oder die machen Rast, das weiß ich natürlich nicht. Oder drei sind es sogar. Oh, guck mal, der lässt uns sogar rein. Das ist doch... So, jetzt können wir auch gleich wieder hier abfahren. Ach nee, Quatsch, das ist nur eine Kurve. Oh, was macht der denn jetzt hier? Überholmanöver? So. Ja, überholen von rechts, scheiß drauf. Wenn er hier links fahren will, dann soll er links fahren. Ist mir jetzt egal. Ja, also wie gesagt, ich habe aktuell wieder so richtig Bock auf Simulatoren. Gerade so ETS, ATS, LS ist momentan so. Ja. Ich sag mal so, ich habe aktuell, und ich glaube, so sieht das ihr, den Marcel, mit dem ich zusammenspiele, auch. Die Standardkarte ist momentan unten, ja. Sie ist nicht schlecht, aber... Nicht das Gelbe vom Ei, möchte ich jetzt aber mal sagen. Also, wir freuen uns schon auf die erste Mod-Map. Also richtig vernünftige Mod-Map. Ich meine, ich habe jetzt gesehen, die Südhammern ist rausgekommen. Aber richtige Karten, ja. Also, die Südhammern ist ja, naja, gut. Wer es mag, soll spielen. Für mich ist er nix. Weil ich hasse es, wenn Maps Felder haben, wo so mit Winkeldreieck reingehen kannst. Das hasse ich wie die Pest. Ja, andere sagen natürlich, ist helferfreundlich. Ja, also ich möchte auch ein bisschen selber was machen. Sag ich mal so. Und wenn mir was nicht passt, mache ich das Vorgewende selber und der Helfer macht den Rest. Wenn immer noch was denn frei ist, dann fahre ich das dritte Mal Vorgewende oder so. Also das ist mir denn egal. Weil so dumm sind die Helfer nicht, sage ich mal so. Im 19. Helfer ist er schon wirklich, ja, kann sich sehen lassen. Bis jetzt hatte ich einmal, dass er wirklich nicht funktioniert hat. Und das war an so eine Schräge am Feld. Gut, ich hatte aber dazu sagen, kein Vorgewende gemacht, also war ich eigentlich theoretisch auch ein bisschen selber schuld. Aber das Feld hatte ich ein bisschen so weit an die Straße gemacht und eigentlich erkennt er, dass das seine Straße ist und wendet erst gar nicht auf der Straße und vollzieht sein Wendemanöver eigentlich auf dem Feld. Also fährt ein Stück zurück, dreht und dann fährt er wieder zurück und dann setzt er genau eigentlich an. Gut, bei einer Schrägen macht er es natürlich nicht, dann lässt er mir so ein kleines Dreieck frei. Akzeptiere ich auch, weil ich halt dann selber das Vorgewende fahre. Aber da hat er es gesagt, ne, Straße, da wende ich und die KI hat es aber auch nicht gerafft. Sonst halten ja die KI-Fahrzeuge immer an. Da sind sie aber weitergefahren. Oh, ja, da hat eine Panne. Sonst fahren die eigentlich immer weiter, aber da sind sie stur gewesen. Ja. Aber was mich sehr freut, dass LS Agrarservice, beziehungsweise der FanFan79, wenn du das Video siehst, schöne Grüße gehen raus, der macht die Mappinghausen, die es in LS17 gab, die ich auch sehr gefeiert habe.
die wirklich eine sehr schöne Karte ist. Boah, guck mal, ich habe mitgedacht, ne? Bringt er für den 19er raus. Das ist super, weil das Team 17er haben wir gefeiert. Ich habe auch im 17er, das war mein erstes LS17 Video. Das Video ist, ja gut, es lag vielleicht daran, dass das Video neu ist. Das Video sag ich schon, dass LS17 zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, neu rauskam. Geschweige die Karte auch dazu noch. Wir haben sie anfangs abgöttisch geliebt. Natürlich kamen immer dazu noch neuere Karten, ist ja klar, ne? Aber sie ist eine Karte, die gar nicht schlecht ist. Und jetzt haben wir uns gedacht, oder ich habe mit Marcel mal so geredet, so, Mensch, weißt du, welche Karte geil wäre für 19er? Die Meppinghausen. Mittel bis große Felder. Schöne Umgebung. Wenn man die ganzen alten Flächen da, wo diese Hallen und sowas alles drauf stand, aber wegreißen würde, leere Fläche, dass man da seinen eigenen Hof bauen kann. Was willst du mehr? Zwei Biogasanlagen, wenn die natürlich funktionstüchtig wären, wären auch prima. Dann könnten sich zwei Betriebe eine kaufen oder es gibt einen Unternehmer, der sich die beide kauft und beide bewirtschaftet. Ich meine, wir haben immer noch Platz auf dem Server. Ich mache jetzt mal auf dem ATS hier Werbung für. Oh. Also solltet ihr Interesse haben, mal Farming Simulator zu spielen auf dem Server mit Marcel und mir, Discord-Link und Facebook-Link zu unseres Projekt findet ihr in der Videobeschreibung von Farming Simulator. Aber ich denke mal, ich werde es auch unter diese Folge packen in der Videobeschreibung, ne, weil ich es jetzt auch gerade zufällig erwähnt habe. Und ja, einfach melden und dann geht's auch los, sag ich mal so. Keine Werbung, so Mindestvoraussetzung 16 plus. Wenn ihr jünger seid, aber geistig, naja, wie soll ich sagen, es gibt ja welche, die unter 16 sind und einfach Matsche in der Birne haben, möchte ich jetzt mal sagen. Es gibt schon welche, die intellektuell auf dem Level von 30-Jährigen sind, sage ich mal so. Die haben natürlich auch die Möglichkeit, oder beziehungsweise die nehmen wir auch gerne auf, das ist überhaupt kein Thema. Aber das stellt sich ja dann, sag ich mal, im Gespräch schon raus, sage ich mal so. Oh, shit. Oh shit. Ich hab nicht dran gedacht, dass die LKWs so viel fressen hier. Bei ETS kommst du durch drei Länder gefahren, eh. Hier kannst gerade mal einen Bundesstaat fahren. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Oh Gott sei Dank. Ah, da müssen wir abfahren, ne? So, dass ich das auch ja nicht vergesse. Hey. Hm? Naja. So. Ja, ich weiß ja, wo es näher lang geht. Also, dann kann ich den Punkt wieder wegmachen, dann passt das schon. Ich habe jetzt bloß Angst, dass ich das eh verpassel hier beim Erzählen. Es gibt auch einen Grund, warum ich Singleplayer spiele, weil der Multiplayer, den finde ich übelst langweilig. Also für mich ist das überhaupt nichts. Ich brauche hier diesen KI-Verkehr, weil es einfach, ich spiele gerne realistisch. Gut, ob ich jetzt realistisch fahre, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Aber es fühlt sich für mich realistisch an, sagen wir es mal so. So, ich sehe jetzt gar nicht, wo ist das Auto, fährt das noch neben mir? Ich glaube schon, ne? Ja. Ei. So. Ach, da muss er auch runter hier. So. Natürlich musst du vor mir vorbei. Idiot. Ey, die Viehfänger würdest du jetzt aber auf der Kreuzung stehen, Kollege. Ja, ja. Oh, die Schiffe in Autos rumfahren, ey. Ich beneide die. Ich beneide die. Auf die Spur.
Das habe ich geträumt. Obwohl, jetzt bist du... ist egal. Das wäre geil, wenn das noch gehen würde. Kupplung springen lassen. Ja. Oh, was ist denn hier? Tankstelle, Tankstelle? Tankstellen gibt es hier genug. Scheint sowas wie ein Autohof zu sein, wa? So, jetzt probiere ich es einfach mal aus. Hier ist... Ich will ja rechts. Jetzt darf ich ja theoretisch... Ist doch, glaube ich... Legitim, oder? Legitim, ja. So, Tankstelle da vorne. Ne, da darf ich nicht rein. Hab ich hier noch irgendwo auf? Da hinten rechts, ne? Hier. Truck Entries. Seht ihr? So. Nein, ich will nicht rasten. Ach, das ist ein Gewicht? Aha. Wie geäußern ist das auch? So. Danken, danken, danken. Oh. Ich roll. Naja, fast $500. So. Haben wir jetzt hier... Nein. Halt. Stopp. So. So, an der Stelle gibt es mal kurz einen Cut. Ich muss mal kurz was machen. So, wieder da. Ich habe mal kurz was gemacht. Das braucht ihr... Oh, ist nicht so interessant gewesen. So. Ja, aber ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich möchte mal nicht selber fahren, aber so mitfahren, so in den USA mit so einem Truck, so. Oh, das wäre, oder, ja, selber fahren, ja gut, ich habe keinen LKW-Flappen, aber auch mal so mitfahren mit so einem richtigen Trucker, so, finde ich schon geil. Dieses Flair alleine mal zu leben, so in Amerika, das wäre, glaube ich, schon mal ganz geil. Wenn du in Nevada fährst, die ganzen Strände da lang am Pazifik oder alleine schon, wenn du jetzt wie in Ohio, da gibt es Gebiete mit riesigen Wellen, so, das sieht aber so geil aus, das sieht schon in dem Spiel so geil aus, dann muss das in Wirklichkeit ja eigentlich auch machen. Muss das in Wirklichkeit ja auch richtig geil aussehen. Sowas möchte ich mal gerne sehen. So. Da wir ganz schön wieder lange plappern, machen wir mal eine Zeitrafferfahrt, wa? Das wäre doch mal was ganz Neues. Also, schnall dich an, geht los. Why do I get myself?
Alter, das ist doch wohl ein schlechter Witz hier, oder was? Zweimal wiegen, ey. Was? Was? Nee, das ist hier nicht mal was. What the fuck? Na jo. Weiter geht's. Bitte was? Seid ihr bescheuert? Na gut, weiter geht's. So, Freunde, da wären wir. Da wird uns angezeigt, dass wir den Trailer abstellen können. Wir sind natürlich Vollprofis. Wir stellen ihn natürlich in der markierten Fläche. Ich habe gedacht, das wäre der Spiegel ab. Handbremse, machen wir Motor aus, Licht aus, absatteln. Ausgezeichnet. Checke Fracht, wa? Kann man noch machen. Kann man doch machen. Weißt du, wir machen. Wir machen. Ne? Jetzt aber. So, Freunde, das soll's gewesen sein. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen da lassen. Und schreibt mal in die Kommentare, wie euch das gefällt mit diesem Zeitraffer. Weil die ganze Zeit was plappern kann ich machen, aber ob es nachher noch sinnvoll ist, ist was anderes. Und außerdem würden wir sonst hier wirklich eine Stunde für eine Tour setzen. Aha, das ist nicht so profitabel, wird ja auch langweilig, ne? Gut, ich denke mal, die Folge wird dennoch so, ja, vielleicht fast an die 20 Minuten gehen. Aber dennoch, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn euch das gefällt, schreibt, macht einen Daumen, ne? Oder einen Daumen nach unten, dann weiß ich Bescheid. Und falls ihr nichts verpassen wollt, Abo da lassen, Klingel aktivieren. Der läuft halt alles. Also, bis zum nächsten Mal. Was wir denn spielen, wissen wir noch nicht. Vielleicht entweder schaust du wieder rein, wenn es ATS läuft. Oder Farming Simulator. Mal sehen, mal sehen. Bis dahin, macht's gut und High Five!